Umgang mit Hochspannung in anderen. Vielleicht ist ein Mensch in deiner Umgebung ganz gespannt. Vielleicht muss er demnächst einen wichtigen Vortrag halten oder es steht ein wichtiges Bewerbungsgespräch oder Verkaufsgespräch vor ihm oder ihr. Und er ist ganz unter Hochspannung. Was kannst du tun? Wie kannst du ihm oder ihr helfen? Die einfachste Weise wäre, einfach für ihn oder sie da zu sein. Ist es dein Partner, deine Partnerin? Einfach umarmen, vielleicht zuhören, vielleicht einfach Ruhe ausstrahlen, Vertrauen ausstrahlen, eventuell ermutigende Worte sagen und sagen, das geht schon gut, du kannst das gut, das machst du gut. Eventuell will der andere proben mit dir, den Eingang seines Vorstellungsgespräches sagen, den Anfang seiner Rede. Dann höre zu und im Normalfall ermutige und sage, wie toll das Ganze ist. Nur im Zweifelsfall oder wenn du denkst, an das total auf dem Holzweg, dann gib ihm einen Tipp, was er ändern kann. Aber wenn schon jemand unter Hochspannung ist, hilft es ihm oder ihr nicht, wenn du jetzt jede Menge kleinere Tipps geben willst. Im Allgemeinen gib Mut, gib Vertrauen, ermutige den anderen. Und so kann er mit seiner Hochspannung gut das tun, was zu tun ist.